Hallo und willkommen zurück, meine lieben Auf mein Rollenspiel, Kommando. Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Oh, eine Kiste. Ah, hier liegen Kisten rum, die praktisch und praktisch. Oder auch nicht. Ah. Mir nach. Ja, gehen wir mal die Kiste holen, Vorwärts. die da so rumliegt. Und dann boxen wir uns durch Mechler als letzte paar. Oh, rote Maske. Zeras Stab, aber Mana Auf Opfer. meinen Befehl. Auch gut. Hat ein nettes Heiligtum da oben, unser Mechlan übrigens. Sofort. Vorwärts. Na ja gut, wahrscheinlich nicht von ihm erbaut. Wahrscheinlich von den Zirkelmagiern erbaut. Die sind ja immerhin noch in Ulan hier. Auf mein Kommando. Und ich muss echt mal gucken. Wolfszeichen. Wir haben doch alle Wolfszeichen abgegeben. Tiermenschenbeine, die könnten wir mal in Illauni rausschmeißen, Bereit vielleicht. und los. Zur Ehre Aonies. Die Rune befiehlt. Zur Ehre Schließt die Aonies. Reihen! Und ja, von denen hat niemand was gedroppt. Ja, sofort. Hier, schnell. Und los. Oh, noch ein Seelenfels. Sie sind überall! Auf meinen Schnell. Befehl. So. Also, Mechlan, du sitzt hier jetzt ziemlich in der Falle der Illusion und alle Briarwölfe sind Bitte, tot. habt Erbarmen! Verschont mich! Und er jammert. Bitte verschont mich! Ihr versteht nicht! Dieses Kunstwerk zu sehen, zu besitzen, ist wie ein Zwang! Bitte habt Erbarmen! Hier, nehmt den Phönix. Diesmal ist es keine Täuschung. Nur bitte, verschont mein Leben! Jo, wir haben den Phönix. Im Ordenshaus in Graufurt wird der Phönixstein erwartet. Es ist Eile geboten. Geht, bitte, lasst mich allein in meiner Qual. Ihr habt gemordet für dieses Stück Glas. Bitte, bitte, ich konnte nicht anders. Ihr wisst nicht, wie das ist. Gegenüber seiner Vollkommenheit wirkt alles andere öde und leer. Die Sehnsucht danach trieb mich dazu. Versteht doch, es hat mich verblendet, diese Schmerzen. Dann hoffe ich, dass ihr euren Frieden damit finden werdet. Ich danke euch. Ich werde versuchen, die Splitter wieder zusammenzusetzen. Oh, sie sind so wundervoll. Der wahre Phönix soll euch gehören. Als Dank dafür, dass ihr mein Leben verschont habt. Für mich ist er doch nur ein öder Stein ohne Glanz. Nun geht. Ihr habt eine Welt zu retten. Ja. Da ist der Phönixstein. Hinter allem möglichen anderen Zeug. Yay, wir haben den Phönixstein und damit das dritte Kapitel oder den dritten Akt, wie man es nennen möchte, abgeschlossen. Yippie. Ja, mit Mechlan können wir nicht mehr reden. Wir haben ihn verschont, einfach weil mir danach war. Gehen wir noch mal nach Fardoms Heim ins Lager der Roten Legion und reden noch mal mit dem Hauptmann. Hier.
Fasst euch kurz, mein Freund. Der hat nichts mehr zu sagen, gut. Also ja, gut und gleichzeitig schlecht, weil... ich halt gerade keine Ahnung hätte. Gucken wir uns bei Gottwall nochmal um. Ob wir da einen vergessen haben. Da wäre ein Briarwürf Landsknecht. Ja, die Zwergenstadt hat sich komplett aufgelöst, nachdem wir sie in Besitz genommen haben. Oh, Hauptmann Kia, den haben wir übersehen. Ah, ein Wolfsabzeichen. Einen Hexerrune. Ah, dann... Gottwald Torfest am besten. Ist ja ziemlich weit, ziemlich nah hier unten eigentlich. Oder nee, ich glaube, die Zwergenstadt ist näher. Alte Zwergenstadt. Wo war der jetzt? Hier. Der Runenkrieger ist... Ja, Rohstoffe brauchen wir keine mehr. Ich muss so jetzt schon wieder die Leiche wiederfinden. Bin ich jetzt komplett blind? Ja, war sie. Ah ja, der Weg hätte sich... wäre sich gleich geblieben. Aber ja, hier lag auf jeden Fall noch jemand herum. Gut, weil bevor wir uns um den nächsten Akt kümmern, kümmern wir uns erst einmal um andere Sachen. Zum Beispiel, während ich langlaufe, ums Level up. So. Jetzt kann ich auch das Seelenschwert tragen, eine ausgezeichnete Waffe. Sieht auch recht cool aus. Die beiden haben wir gewechselt. Die können wir alle verkaufen. Wie sieht's mit Heilzauber aus? Da habe ich schon 5, 7 und 8. Ja, keine besseren Zauber. Die werde ich dann erstmal peu à peu verkaufen. Baupläne und Runen genauso. Und hier haben wir jede Menge zu verkaufen. Also das wird ein bisschen dauern, bis wir alles verkauft haben.
War nur ein Helm? Und trotzdem. Also ja, das werde ich alles in Graufurt absetzen. Jedenfalls ein Teil davon und auch die ganzen Zauber, die Runen. Das hier, und dann werden wir mal gucken, was die anderen Sachen noch so sagen. Also hier die Steine. Für die Zwergen. Für die Erdklinge brauchen wir Obsidian, oder? Nö, ich habe gerade keine Ahnung, für was wir das Obsidian brauchen könnten, aber wir halten es mal. Ja. Aber hier die Tiermenschenmähen, die können wir abgeben. Die ganzen Pilze werden wir nicht mehr brauchen. Das letzte Wolfszeichen. Den Liadoner Fruchtbrand, den können wir auch verkaufen, denke ich mal. Und dann mal gucken, was wir mit dem Geld so anfangen. Außer vielleicht im Graufurt Runen kaufen. Es gab ja einen Händler, der verkauft ziemlich gute Runen. Das könnte uns helfen nachher dann im letzten Akt. Und ansonsten haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Also Zwergdienste und die Erdklinge können wir abliefern. Echos, Schattenwelt und Trickster müssen wir gucken. Das sind Sachen, die halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen werden. Vor allem, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob in den südlichen Windwaldbergen ein Heldenportal herumstand. So, das heißt nochmal ins Lager der Roten Legion porten. Fasst euch kurz, mein Freund. Gilt das Kopfgeld für Wolfszeichen auch für mich? Nein. In Ordnung. Gilt das Kopf? Ei, ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Ja. Warst du das jetzt? Nein, war's nicht. Hä? Fasst euch kurz. Ich hab doch jetzt aber wirklich alle Wolfszeichen abgegeben, die ich abgeben konnte. Ich meine, hier liegt niemand mehr rum. Tja. Kann auch sein, dass die Quest auch mal wieder verbuggt ist, so wie es die Erdklingen-Quest war. Gut, gehen wir mal die Erdklinge holen. Südliche Windfallberge, Windholm. Nidhalfs Stärke mit euch. Ach ja, stimmt. Wir müssen eher erstmal das Zeug fertigen. Wie heißt es nochmal? Rotes Adamantium. Ah, Freund, ihr seid es wieder. Habt ihr meine Statuette gefunden? Das habe ich in der Tat. Hier ist sie. Tausend Dank. Bitte, nehmt diese Goldmünzen als Belohnung. So, Questbuch aktualisiert. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Hab dafür sogar 5 Gold gekriegt und sind Zwergendienste losgeworden.
Bodystatuette.